Hallo Herr Forbes, willkommen aus dem Noppenstein-Büro. Ich bin's, der Klaus, und ihr habt ja sicher der ein oder andere von euch schon unsere Videos zum Thema Burg Hohenzollern gesehen. Und wie ihr wisst, wir sind dort gewesen. Wir haben eine ganze Reihe interessanter, toller Gespräche geführt und die wollen wir euch natürlich auch so Step by Step zeigen. Heute beginnen wir damit, und zwar konnte ich ein sehr angenehmes Gespräch mit dem Prinzen von Preußen führen. Das möchten wir euch jetzt gerne zeigen. Und hier geht's auch schon los. So, und jetzt sind wir endlich da auf der Burg. Mega cool. Wir haben schon einen kleinen Rundgang gemacht. Und bei mir ist, wobei bei mir ist, ist Quatsch, weil wir sind bei Ihnen, beim Prinzen von Preußen. Herzlich willkommen. Ganz herzlichen Dank. Er hat unser ganzes Team hier ganz super toll empfangen. Wir haben schon eine private Burgführung bekommen. Marco und Martin, die haben sich hier schon irgendwo verkrochen und sind am Fachsimpeln. Und wir sind hier, in was für einem Raum sind wir hier jetzt? Das ist das sogenannte Kaiserzimmer auf der Burg Hohenzollern. Das ist der Teil einer etwas größeren Wohnung. Also hier werden auch mal Privatgäste untergebracht. Das ist etwas eine Art Wohnzimmer und Kaiserzimmer deshalb, weil meine drei Vorfahren, also Wilhelm I., Friedrich III. Und mein Ururgroßvater Wilhelm II. Hier als Porträt hängen. Ihr glaubt gar nicht, wie beeindruckt ich bin. Und das Tollste aber finde ich schon fast, wie der Kontakt zustande gekommen ist. Also das war so um die Weihnachtszeit. Am Ende des Tages, glaube ich, war der YouTube-Algorithmus verantwortlich dafür, der mir eins ihrer vielen Videos vorgeschlagen hat. Und da ging es um das Thema Burg Blaustein. Und da ich mich sowohl für Klemmbausteine natürlich interessiere, schon als Kind, aber natürlich auch naturgemäß das Thema Burgen spannend finde, habe ich mir das entsprechende Video angeschaut. Und muss sagen, ich war relativ schnell beeindruckt, nicht nur mit wie viel Spaß und Freude Sie das präsentieren, sondern letztendlich auch mit welcher Ernsthaftigkeit oder wie viel Wissen auch dahinter steckt. Und man eben tatsächlich auch was, wenn man sich jetzt nicht täglich mit dem Thema Burg und Baugeschichte auseinandersetzt, eben wirklich auch etwas mitbekommt. Und das hat mein Interesse geweckt. Und ich gebe auch ehrlich zu, ich habe das Grundset erworben als Weihnachtsgeschenk für meine beiden Zwillingsbuben, in Klammer 9 Jahre alt. Und glaube, dass es schon sehr anspruchsvoll war, aber ich war dann doch sehr erstaunt. Also normalerweise ist es ja so, dass am Ende des Tages bei uns die Väter dann, die Kinder spielen damit. Bei uns, muss ich sagen, bin noch ein bisschen stolz drauf, war es eher umgekehrt. Und zwar haben es meine Söhne gebaut und ich spiele mittlerweile damit, weil mich wirklich auch dieses Detailreichtum da sehr interessiert und ich es wirklich toll finde, bis hin zu den Blumenmalereien an den Wänden. Also mit wie viel Akribie das vorbereitet wurde. Und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass das muss ich auch mal mitteilen. Das mache ich eigentlich selten. Insofern habe ich dann an Ihre Firma mal ein kurzes Mail geschrieben und gesagt, falls Interesse besteht, können wir uns auch gerne mal treffen und mal austauschen, sowohl zum Thema Burgen als auch zum Thema Klemmbaustein. Da gibt es, glaube ich, viele gemeinsame Interessen. Insofern freue ich mich eben, dass ja, da wir zusammengekommen sind. Da war übrigens bei uns gleich High Life in allen Fluren, muss ich sagen. Aber noch mal einen halben Schritt zurück. Die Zwillinge sind 9 Jahre alt. Ja. Die haben das aber nicht ganz alleine gebaut. Doch, sie haben es tatsächlich alleine gebaut. Ich habe hin und wieder mal ein bisschen Panik gekriegt, weil an Heiligabend und am Tag danach tatsächlich das Kinderzimmer mit einer Schicht von Bausteinen übersät war. Und ich dachte, das wird nie was und habe mich dann schon mit einem großen Besen irgendwann gesehen. Aber nein, es wurde wirklich jeden Tag ordentlicher und irgendwann wurden die Teller in der Küche weniger, weil die dann alle gebraucht wurden, um auch mal die ein oder anderen Steine zu sortieren. Und in der Mitte lag dann das iPad und am Ende des Tages. Der ist wirklich mit 9 Jahren selber fertig gegangen. Muss ich wirklich sagen. Ich war natürlich enttäuscht, weil ich dann nicht wirklich gebraucht wurde. aber bin natürlich umso stolzer jetzt als Vater. Und in der Zwischenzeit sind auch die Erweiterungen schon verbaut, also vom Zeugnisgeld. Und muss sagen, also jetzt wird natürlich schon sehnlichst der nächste Teil erweitert. Also 9 Jahre, also das muss ich jetzt mal echt sagen. Also das ist schon, da gibt es, glaube ich, nicht so ganz viele, die das tatsächlich mit 9 ohne Hilfe hinkriegen. Also es gibt durchaus auch mal Erwachsene,
die schwierige Bauweise von Burg Blaustein bei uns noch reklamieren. Also das ist schon die haben auch vorher dann schon einiges gebaut. Ne? Sie haben so kleinere Teile schon gehabt, deswegen war ich auch nicht ganz sicher, ob Sie so ein großes Set auch hinbekommen. Aber das hat geklappt tatsächlich bei dem Berg. Das ist ja ähnlich wie auf der Burg Hohenzollern, wo ja die Burg an manchen Stellen auch so anmutet, als ob sie aus dem Berg rauswächst. Und das ist ja offensichtlich bei dem Set auch. Da habe ich sie ab und zu mal fluchen hören, aber sie haben es tatsächlich zusammenbekommen. Und das Schöne finde ich eben auch, und da haben die und ich auch viel mitgenommen beim Bauprozess, denn die Burg Hohenzollern hier, so wie wir sie jetzt sehen, ist ja schon mittlerweile die dritte Burg. Es hat zwei Vorgängerburgen gegeben. Und die erste Burg ist sehr ähnlich, und so stellen wir uns hier auch nach, so wie wir es rekonstruieren können, eben auch so vor, wie ähnlich wie bei Burg Blaustein in der Grundversion mit einem Wohnturm in der Mitte und einer etwas kleineren Wehranlage, und später kommt noch der Bergfried dazu. Ähnlich kann man sich eben auch baugeschichtlich die Entstehung der Burg Hohenzollern vorstellen, und das ist etwas, was ich mir auch später erst zum einen aus Büchern, aber später auch hier durch die Renovierungsmaßnahmen, die jetzt notwendig wurden, das haben wir uns jetzt hier alles so etwas erarbeitet, aber das ist schön, wenn man sowas auch mal spielerisch vermitteln kann. Insofern glaube ich, erfüllt so etwas und ähnliche Sets eben auch wirklich einen guten Zweck. Das ist ja auch, was ich tatsächlich immer wieder faszinierend finde, wie man durch solche Noppenstein-Sets tatsächlich eine Beziehung kriegt zu irgendwelchen Originalvorbildern, sei es nun aus dem architektonischen oder aus dem technischen Bereich oder so. Das finde ich schon immer cool. Ja. Wie lange haben Sie dran gebaut, die Zwillinge? Ich würde mal sagen, für die Grundversion, was sind das, 6000 Steine? Ich glaube, so 2 Wochen. Cool. Und dann der Bergfried ging etwas schneller. Und dann, genau, dann kam ja noch die Vorburg-Erweiterung. Ja. Da war ja dann auch wieder Schule. Ja, ich würde mal sagen, für den Bergfried nochmal eine Woche. Und dann hatten sie es raus, dann vielleicht nochmal eine Woche für die Vorburg-Erweiterung. Das ging dann trotz Schule dann etwas schneller. Finde ich cool, finde ich super. Und ich sage es an dieser Stelle auch nochmal ganz offiziell. Zum einen, wir sind beeindruckt, ich bin beeindruckt. Das ganze Team ist beeindruckt von der Burg hier. Und wir haben uns alle wahnsinnig gefreut, dass wir heute hier sein durften. Als wir durchgegangen sind, der Martin hat die ganze Zeit irgendwie nur an die Decke geguckt, um zu schauen, wie das Gebälk dort aufgebaut ist. Wir sind auch in ganz viele geheime Räume reingekommen und so. Das ist also schon beeindruckend. Was ich mich aber schon auch die ganze Zeit gefragt habe, und ich habe es ja auch gesagt, also ich möchte so eine Burg, glaube ich, gar nicht haben. Das muss enorm viel Aufwand sein, Arbeit, auch nicht ganz billig, befürchte ich mal. Sie haben über 300 Räume, ne? Ja. 5, 6, 7, sonst was, 1000 Quadratmeter, und an jeder zweiten Ecke tropft irgendwie Wasser rein oder sowas, wenn man nicht aufpasst. Ne? Wie machen Sie das alles? Das muss ja enorm, das ist ja Wahnsinn im Prinzip. Also es ist tatsächlich schon eine große Last, würde ich sagen, und Verantwortung, der man sich auch nicht entziehen kann. Also ich kann jetzt nicht nach Hause fahren. Ich lebe eigentlich in Potsdam und sage so, bis ich das nächste Mal auf der Burg bin, dann kümmere ich mich um andere Dinge, sondern gedanklich ist man eigentlich das ganze Jahr und die ganze Zeit über damit beschäftigt, wie geht es hier oben weiter. Tatsächlich momentan haben wir ein ganz großes Projekt, was wir angehen mussten. Das sind die Grundmauern. Das haben wir vor, ich würde mal sagen, 5 Jahren gedanklich angefangen, vor 4 Jahren dann tatsächlich auch die ersten Schritte unternommen, dass wir tatsächlich einmal um die Burg rum die Grundmauern, die sehr marode und porös waren, vor allen Dingen durch Wasser, was dort eingedrungen ist, und Streusalz und Belastung durch Auf- und Abfahrten von Bussen und Autos und so weiter und so fort, dass wir gesagt haben, wir gehen dieses Projekt einmal an, in der Hoffnung, dass ich dann meinen Söhnen, meinen Nachkommen irgendwann mal zumindest diesen Teil der Burg fertig übergeben kann. Und haben dafür auch, muss ich sagen, und bin auch sehr froh, öffentliche Mittel bekommen, sowohl Bundes- als auch Landesmittel. Aber nichtsdestotrotz müssen wir eben auch einen großen Eigenanteil dazu beibringen. Und das Schöne ist, dass ich mit Stolz sagen kann, dass wir eben diesen Eigenanteil zumindest bisher, und das galt auf jeden Fall für Vor-Corona-Zeit, aber ich hoffe auch in der Nach-Corona-Zeit wieder, diesen Eigenanteil selber erwirtschaften konnten und können und auch über die letzten Jahrzehnte eben wirklich alles aus eigenen Mitteln hier erhalten konnten. Und jetzt ist meine große Hoffnung, dass wir eben dieses Großprojekt auch stemmen können,
Leider sind die Schäden doch etwas größer, das hat man gesehen. Es hat teilweise dramatische Ausmaße genommen, wenn man so gerade diesen Teil da hinten der Grundmauer auf der Bastei anschaut. Da haben wir Bohrungen gemacht und teilweise kann man da den Sandstein, der kommt hier aus der Gegend, wirklich mit der Hand rausnehmen und zerbröseln. Das ist mehr Sand als Stein. Da ist wirklich sehr vieles im Argen. Wir haben immerhin jetzt schon ein Sechstel geschafft, also mögen die anderen 5/6 demnächst auch kommen. Und ja, das ist so eine ziemliche Kraftanstrengung, die aber natürlich wir als Familie und ich keinesfalls alleine schaffen, sondern wir haben ja ein Team von 200 Mitarbeitern, 200. Die helfen hier diesen Betrieb aufrechtzuerhalten. Und immerhin, da bin ich auch sehr stolz, wir haben uns da sehr entwickelt. Uns ist mittlerweile ein mittelständischer Betrieb mit eben diesen 200 Mitarbeitern und 350.000 Besuchern in guten Zeiten. 350.000. Sie haben, als wir ein bisschen rumgegangen sind, schon mal gesagt, das sind mehr als, welche beiden oder ja, anderen also wir, Sachen? Sagen wir mal, wir sind das, würde man sagen, meistbesuchte Museum mit einem Preußenbezug. Ich sage jetzt bewusst nicht Preußenmuseum, weil wir sind hier auch weitaus mehr als das, aber sagen wir mit einem Preußenbezug. Und wenn Sie zum Beispiel die Einrichtungen nehmen in Berlin und Brandenburg, jetzt Schloss Sanssouci oder Schloss Charlottenburg, da sind wir, was die Besucherzahlen angeht, weit drüber. Zumal wir hier auch, das ist auch ein großer Unterschied, wirklich die zahlenden Besucher, die uns natürlich helfen, die Burg zu halten, zählen und nicht jeden, der beispielsweise in den Shop oder ins Restaurant geht, sondern wirklich die zahlenden Besucher da erheben. Also wahrscheinlich haben wir dann sogar weitaus mehr noch. Und das ist natürlich schön, weil das ist auch die Idee, das ist so, sehe ich als meine historische Verantwortung und letztendlich auch als den öffentlichen Auftrag an uns, das eben auch mit den Menschen zu teilen, denn immerhin, und auch da bin ich sehr stolz drauf, sind wir offiziell ein wichtiges deutsches Kulturgut und wenn man so will, eigentlich auch ein europäisches Kulturgut. Wobei mich das insofern auch wundert, weil, also ich sag mal, das ist hier jetzt nicht der Nabel der Welt. Also die Leute, die zu Ihnen kommen, die müssen schon echt begeistert sein, damit die wirklich ein paar Kilometer weiterfahren und dass das dann mehr sind als dort Potsdam und so, wo man ja dann doch mit Berlin und so dann mal wesentlich schneller ist. Das finde ich schon äußerst beeindruckend, muss ich sagen. Das stimmt. Zumal ich auch immer sage, ich fürchte oder wir hier als Betrieb fürchten auch in dem Sinne, keine Konkurrenz von anderen Museen oder Freizeiteinrichtungen der Gegend, sondern im Gegenteil. Wir sind froh um alles, was hier passiert, denn je attraktiver die Region ist, und die Zollernalbregion ist eine der spannendsten Regionen in Deutschland, desto besser ist es auch für uns. Und der Vorteil ist, wir sind immerhin sehr verkehrsgünstig gelegen, also direkt an der B27, die von Stuttgart hier Richtung Bodensee weiterläuft. Wir sind vom Flughafen aus sehr gut erreichbar. Von Stuttgart ist es was, 20 Minuten? Also Stuttgart Innenstadt ist es etwas länger. Ah, da muss man erstmal rauskommen. Das weiß jeder, der die Stadt kennt. Aber von außerhalb, einschließlich Stuttgart Flughafen, sind es 35 Minuten, wenn es einigermaßen geht. Und insofern haben wir eben auch sehr viele ausländische Gäste, was mich freut. Auch viele europäische Nachbarn, aber genauso Amerika, Japan, China. Da sind wir sehr beliebt. Wobei Sie im Moment praktisch gar keine Gäste haben, denn in der ganz langen Geschichte war es eigentlich nie zu, nur jetzt wegen Corona. Das ist jetzt ein absolutes Novum. Wir haben Corona-bedingt 2020 und 2021 in der Lockdown-Zeit wie alle anderen Kultureinrichtungen und überhaupt andere Betriebe zumachen müssen. Das war für uns natürlich ein ganz schweres Los, was so ein bisschen abgefedert wurde, natürlich durch die Hilfen, die wir teilweise schon in Anspruch nehmen durften. Aber das natürlich mit 200 Mitarbeitern und zum größten Teil auch ohne Kurzarbeit alle mitzunehmen, das war schon eine große Belastung. Und wir haben eben jetzt, das ist tatsächlich ein Novum baubedingt, Sie haben ja beim Hochkommen die Baustelle auch gesehen und dass das Tor teilweise blockiert ist durch Baufahrzeuge. Und natürlich auch noch durch ein bisschen Corona-bedingt uns jetzt entschlossen, mal 2 Wochen, 3 Wochen Betriebsferien zu machen. Und Ferien ist gut, die bauen halt, ne? Und, genau, also insofern, also es passiert trotzdem was und auch die Mitarbeiter sind hier. Aber ansonsten in guten Zeiten und das seit 150 Jahren war die Burg immer auf. Wir haben nur immer, das war so eine Tradition, an Heiligabend zugehabt. Und ansonsten immer auf. Ist auch natürlich dann für die Besucher leichter, auch leichter zu merken. Weil wenn man dann verschiedene Zeiten hat, verwirrt man die Besucher. Auch wenn es natürlich mit Google jetzt alles einfacher geworden ist. Sie machen wann wieder auf? Wir machen, ich glaube, am 1. April
sind wir wieder. 1. April geht es also hier wieder los auf der Burg Hohenzollern, wenn ich richtig verstehe, jeden Tag, außer Heiligabend. Und dann geht es morgens irgendwie um was, um 9 oder 10 oder sowas genau, geht's also die los. Kernzeit ist von 10 bis 18 Uhr. Okay. Also genau. Eines kann ich sagen, ein Besuch, der sich auf jeden Fall lohnt. Ich mache da mal ein bisschen Werbung. Wir haben übrigens noch was, wofür wir Werbung machen. Also. Hat sich erst ein bisschen gezielt, aber dann habe ich gesagt, warum nicht. Wir haben sonst die Heldentasse und ich habe das probiert. Sie haben Ihr eigenes Bier, ne? Genau, das ist so quasi mein fünftes Kind. Preußenpilz. Ich trinke nicht sonderlich viel Bier, aber wir haben das beim Mittagessen getrunken und ich muss sagen, das schmeckt sehr gut. Das ist sehr würzig. Also ich sag mal nicht so wie diese Fernsehbiere. Vielen Dank für das Kompliment, da freue ich mich natürlich sehr. Wir haben uns Werbung eingeführt. Dann bin ich beruhigt. Ja, es ist, Männer ab 40 machen ja dann komische Sachen wie entweder Motorradfahren oder eben Bier brauen. Und ich habe mich jetzt erstmal fürs Bier entschieden. Also wir haben meine Familie hat immer Bezug zum Bierbrauen gehabt oder auch natürlich Einfluss auf die deutsche Bierkultur gehabt. Ob es jetzt die Einführung der Biersteuer war oder der berühmte Zapfenstreich bis hin zur Anerkennung des Bieres als offizielles Tafelgetränk. Inwiefern hat Ihre Familie Einfluss gehabt? Das interessiert mich jetzt. Meine Familie hat ja einige Jahrhunderte lang auch politischen Einfluss gehabt. Ja, das war klar. Was haben die da konkret gemacht? Und insofern hat einer meiner Vorfahren, also als sie noch Kurfürsten von Brandenburg waren, zum einen Bier als offizielles Handwerk anerkannt, dann aber auch, gut, das ist jetzt eher ein Negativbeispiel, die Biersteuer eingeführt. Ja. Seine Vorfahren sind schuld. Aber eben auch zu späteren Zeiten. Also die berühmte Königin Luise war großer Starkbier-Fan, was sie allerdings immer, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, am liebsten mit Erdbeeren konsumiert hat. Kaiser Wilhelm II. War auch großer Bier-Fan und hat dann einen Pilz zum offiziellen Tafelgetränk ernannt. Und da gibt es viele Beispiele. Und man geht eben davon aus, dass auch hier auf der Burg Hohenzollern früher Bier gebraut wurde. Und insofern gab es eben einmal eine ganz lustige Gelegenheit, wo ich mit einem sehr guten Freund zusammen einen Weinabend hatte und wir da ein bisschen erzählt hatten und oder auch lamentiert haben darüber, dass eben meine Familie mir weder einen Weinberg noch eine Brauerei hinterlassen hat, wie es ja in anderen Häusern üblich ist. Und dann kamen wir aber zu dem Schluss, anstatt zu lamentieren, kann man es ja auch ändern. Und dann kamen wir eben auf die Idee, eben wirklich eine eigene Marke einzuführen, zumal wir eben hier auf der Burg Hohenzollern testweise mal ein Bier ausgeschenkt haben, was tatsächlich so gebraut war, wie ich es mir vorgestellt habe. Und das kam dermaßen gut an, dass wir gesagt haben, nach so einem kurzen Markttest, dann machen wir es selber. Und ja, sind ganz überrascht von dem eigenen Erfolg. Und mittlerweile ist es eben, kippt es auch so von einem schönen Hobby hin zu einer ernsten Unternehmung. Und das macht eben Spaß. Habe ich eine ganz kleine Geschichte zu? Ich bin immer ein bisschen skeptisch, wenn Leute dann ankommen und haben ihre eigene Marmelade gemacht und sowas. Ja, also, das ist dann meistens nicht so gut, wie es sich erstmal anhört. Und lange her, der Paul, vielleicht sieht er das mal irgendwann, der hat angefangen im Reihenhaus, wo er auch unsere Company gegründet hat, im Nebenkeller, hat er Bier gebraut. Ja, und dann musste ich das natürlich auch probieren und ich habe auch was gesagt, na ja, wer weiß. Ich war richtig baff, wie gut das Bier war. Und dann habe ich gesagt, sag mal, Paul, wieso kannst du so ein tolles Bier brauen? Das müssen doch die großen Brauereien viel besser können. Was machst du anders? Und dann hat er mir zwei Sachen genannt. Das eine, wo er gesagt hat, er muss halt nicht immer das Gleiche machen, sondern er hört den Brauprozess halt auf, wenn es schön ist und nicht, wenn es wieder so ist wie beim letzten Mal. Und der zweite Trick war natürlich, und der war ganz fies, der hat gesagt, Klaus, ganz einfach. Mein Bier muss ich nicht 3 Monate halten, dann ist er 3 Wochen weg. Das ist sicher, das ist ganz richtig und das fängt eben beim Produktionsprozess an, dass ganz wichtig ist zum Beispiel auch die Lagerzeit. Also man muss dem Bier auch eine gewisse Zeit geben, dann sagt man so 6 Wochen und bei großen Industriebieren, die eben auch einen sehr großen Durchsatz haben, da versucht man eben diese Zeiten auch immer weiter zu verkürzen. Da gibt es so Extrembeispiele, dass man auch daran forscht, dann wirklich so Same-Day-Delivery so hinzubekommen, so jetzt mal ganz extrem gesprochen. Und das wirkt sich dann natürlich am Ende des Tages doch auch auf die Qualität aus. Und wir lassen uns da eben auch entsprechend Zeit. Aber das ist spannend, das alles mal so ein bisschen zu lernen, was da alles eine Rolle spielt, dass eben auch das Wasser ein ganz wichtiger Bestandteil ist. Viel mehr noch als jetzt der Hopfen und das Malz. Und dass
die Hefe auch eine Rolle spielt, sich auf den Geschmack auswirkt. Und deswegen haben die Brauereien oft gar kein Problem damit, zuzugeben, in welchem Verhältnis sie was zusammensetzen. Nur bei dem Hefestamm, das ist immer so das größte Betriebsgeheimnis. Also schmeckt tatsächlich gut. Aber zurück zur Burg. Viel Aufwand, haben wir schon gesagt. Ich weiß gar nicht, ob ich würde tauschen wollen. Und Sie hatten erzählt, dass Sie also auch viel überlegen, wie sieht denn jetzt so eine Burg in 20, 30, 40 Jahren aus? Ja. Sie haben irgendwas mit App haben Sie gemacht? Genau, ja, wir haben tatsächlich, und jetzt muss ich im Nachhinein sagen, Gott sei Dank, vor einigen Jahren auf Anregung unserer Burgverwalterin, Frau Dr. Hoppe, mal so eine Gesprächsreihe, hauptsächlich eine interne Gesprächsreihe, teilweise auch mit externen Experten geführt, zu verschiedenen Bereichen mit der Oberüberschrift, die Burg in, sag jetzt mal, 50 Jahren, wobei ich mir der Meinung bin, 20 Jahre reichen auch schon, um es ja, zu überblicken. Und haben dann so verschiedene Themen gestreift, zum Beispiel, wie restauriert man eine Burg in Zeiten des Klimawandels, was macht man da anders oder wie lenkt man Besucherströme in Zeiten sich ständig verändernder Mobilität, wie bereitet man Führungen auf in Zeiten, wo Menschen eigentlich lieber individuell und besonders ihr Programm gestalten wollen und so weiter und so fort. Und da war eben auch unter anderem die Überlegung, dass wir, weil wir waren bisher ein sehr klassischer Führungsbetrieb mit unten anstellen, warten, Ticket kaufen und dann immer in Gruppen durchgeführt zu werden. Dann kam eben Corona und dann kam uns sehr zu Pass, dass wir uns eben genau über solche Themen Gedanken gemacht haben und haben gesagt, nein, es nützt nichts. Wir müssen jetzt sozusagen ins kalte Wasser geschmissen worden, müssen jetzt umdenken und haben eben aus diesen Überlegungen, die wir angestellt haben, eine App entwickelt, quasi über Nacht, die dem Besucher die Möglichkeit gibt, unten schon das Ticket zu bezahlen. Er kriegt das Ticket auf die App, kommt damit als Eintrittskarte rein, aber damit nicht genug, sondern wir haben den Führungsbetrieb aufgegeben und dem Besucher damit die Gelegenheit gegeben, sich individuell in der Burg zu bewegen und sich auch gleichzeitig von der App führen zu lassen. Also wir haben doch aber noch den Schulungsraum gesehen, wo Ihre neuen Burgführer geschult werden. Das ist eine schöne Tradition, ist auch gut, dass Sie das ansprechen. Tatsächlich haben wir da schon seit jeher die Burgführer geschult, dass mir auch ein besonderes Anliegen ist, eben auch wirklich so unserer Verantwortung gerecht zu werden, indem wir unser Personal auch entsprechend ausbilden und dem Besucher auch die Gelegenheit geben, abseits der Standardtexte Fragen zu stellen und dem Besucher die Möglichkeit zu geben, eben wirklich auch was mitzunehmen, weil jeder hat ja ein bisschen andere Interessen. Okay. Und trotzdem wir jetzt keine Führung mehr haben, ist es immer noch so, dass unser Führungspersonal in den Räumen allein schon aus Sicherheitsgründen natürlich vertreten ist und der Besucher aber jederzeit die Möglichkeit hat, abseits von der App, die eben so den größten Teil abdeckt, immer noch auch in Kontakt zu treten mit unseren Mitarbeitern. Das heißt, ich gehe hier praktisch selber durch mit einer App und kann mir die Sachen, die mich mehr interessieren, die gucke ich mir genauer an und andere Sachen vielleicht nicht ganz so genau, kann jederzeit starten, kann so schnell und langsam durchgehen, wie ich will. Und wenn ich dann irgendwo was habe, wo ich sage, kapiere ich nicht, will ich mehr zu wissen oder so, dann steht irgendwo ein paar Meter dann wahrscheinlich auch ein Burgführer, der mir dann Fragen beantworten kann. Genau, und die sich auch freuen. Also ich weiß, das war für viele eine Umstellung, komischerweise. Wobei man ja eigentlich meinen müsste, bei 350.000 Besuchern sind es unsere Mitarbeiter gewöhnt, auf Menschen zuzugehen. Aber es ist eben doch ein Unterschied, ob man selber ein festes Programm hat oder ob man eben wirklich auch mal gezielt überlegt oder entscheidet, spreche ich den Besucher jetzt an oder nicht und dann auch noch in verschiedenen Sprachen. Und das klappt aber mittlerweile sehr gut. Und die Notwendigkeit eben einer guten Ausbildung, die ist nicht kleiner geworden. Und ich kenne das auch von mir selber. Ich finde das dann immer traurig, wenn ich dann in das ein oder andere staatliche Schloss, Burg oder andere Gebäude gehe und werde dann von einem Sicherheitsmenschen böse angeschaut und weiß schon vom Blick her, der will lieber, dass ich gleich weitergehe. Und ich glaube, das macht hier auch ein bisschen den Burgcharakter aus. Natürlich ist die Burg schön und hat noch den Familienbezug und ist was ganz Besonderes. Aber ich sage auch immer wieder, es steht und fällt eben mit dem Team hier. Also sorry, wenn ich zwischendurch lachen musste. Ich muss mich gerade erinnern, so diese Führung, wo man irgendwo so durchgeschleust wird. Ich war kürzlich in Dubai bei der Expo, die ist ja dort noch bis Ende März. Und da waren wir im italienischen Pavillon.
also wir waren in verschiedenen Pavillons, aber im italienischen, eigentlich ein schöner Pavillon, aber da wurde man wirklich geradezu durchgejagt durch die einzelnen Sachen. Da ist es nur, da steht das, da steht das, da ist die Bank von dem und bla. Man konnte es überhaupt nicht irgendwie erfassen oder begreifen oder so, nur hier schnell die Touris mal durch. Ja. Da muss ich ganz ehrlich, also das ist schade dann in dem Moment. Und da finde ich das eigentlich schon ein gutes Konzept, gerade auch die Kombination. Also nur App hätte ich jetzt gesagt, naja gut, also das ist dann vielleicht auch, wenn ich mit der App nicht weiterkomme. Also von daher finde ich das eine tolle Kombination. Ja. Jetzt haben Sie noch was anderes gesagt, von wegen Familie und so. Sie wohnen hier auch ab und zu mal ein bisschen auf der Burg. Ja. Im Winter ist zu kalt, das haben wir gemerkt heute. Ja. Aber Sie haben dann tatsächlich auch mal die angenehme Situation, irgendwo so in einem kleinen abgeteilten Eckchen sich mit Ihrer Familie das hier auf der Burg gut gehen zu lassen. Ja, also es wurde damals schon mit dem Wiederaufbau dieser Burg, also der dritten Burg, ein kleines Apartment angelegt, eine sogenannte Burgherrenwohnung, und zwar einmal eine für meinen Familienzweig, also der fränkisch-brandenburgisch-preußischen Teil der Familie. Und dann gibt es ja noch den schwäbischen Teil der Familie, der dann ein Stockwerk höher seine Privaträume hat. Und das nutze ich dann tatsächlich, wenn ich hier bin. Ich bin sicher alle 3 bis 4 Wochen hier regelmäßig von Potsdam aus. Ich habe auch eine Zeit lang in Bremen gewohnt. Da gab es aber auch eine sehr gute Verbindung. Das hat unter anderem mit Daimler zu tun, weil die ja sowohl in Bremen als auch hier Werke haben. Das war sehr praktisch. Und ansonsten natürlich in den Ferien komme ich dann auch mit meiner Familie hierher und fühlen uns ja auch wirklich immer ausgesprochen wohl. Ich habe, als wir rumgelaufen sind und so, schon so ein bisschen mit dem halben Ohr mitgehört. Das hat tatsächlich auch noch, ist also kein Disney-Schloss oder so, sondern hat tatsächlich auch noch Wehrcharakter gehabt tatsächlich. Genau, das hat auch mich verblüfft, denn im 19. Jahrhundert ist man... Hat man es eigentlich nicht mehr gemacht. Ne? Dass man es auch nicht mehr braucht und dass es auch mit moderner Artillerie die Wehrhaftigkeit dann auch eingeschränkt war. Aber nichtsdestotrotz, das kann man auch sehr schön ablesen, sind 2/3 des Baubudgets eben für die Wehrhaftigkeit und für militärisch-strategische Überlegungen, wenn Sie so wollen, draufgegangen und nur ein kleinerer Teil nachher noch für ästhetische Verfeinerung. Mhm. Und tatsächlich, das kann man auch nachvollziehen, nicht zuletzt durch die sehr komplizierte Auffahrtsanlage und die dicken Mauern. Super cool übrigens. Also hat tatsächlich auch im 19. Jahrhundert die Burg am Ende des Tages noch eine gewisse Wehrhaftigkeit gehabt und hebt sich wahrscheinlich auch dadurch so ein Stück weit von, sagen wir mal, Schloss Neuschwanstein, dem berühmten Pendant, ab. Obwohl, auch das ist interessant, die Burg Hohenzollern durchaus auch Vorbildcharakter hat für Sehr Schloss spannend. Neuschwanstein. Sehr spannend, das muss ich jetzt auch sagen. Man konnte nicht wirklich drin wohnen oder nur im kleinen Teil. Gut, ein bisschen wehrhafte Burg, aber das war ja hier nun wahrscheinlich zur Verteidigung von irgendwas auch nicht unbedingt nötig. Warum hat man tatsächlich so eine Burg gebaut? Als Statement, wir sind jetzt hier und so wie die heute Botschaften irgendwo eröffnet werden. Und was ist so der, ist ja nicht ganz billig, so eine Burg zu bauen. Nein. Warum hat man so eine Burg gebaut? Also ich glaube, es gab tatsächlich auch einen menschlichen Grund, denn mein Vorfahre Friedrich Wilhelm IV. War sehr romantisch veranlagt, ein bisschen auch ein Kind seiner Zeit. Und es heißt, als er erstmals hier gewesen ist, noch als Kronprinz, hat er geweint, als er die Burg gesehen hat und eben die so einen ruinösen Charakter hatte. Und die Idee eben der mehrhundertjährigen Geschichte und dass hier die Burg die Wiege ist, dass, soweit wir zumindest unsere Familie zurückverfolgen können, das hat ihn wohl sehr ergriffen. Und ich glaube, dass das auch ein bisschen mit eine Rolle gespielt hat. Aber der andere Grund war tatsächlich auch ein politisches Statement hier zu setzen. Denn es war 1850, als hier alles preußisch wurde, als sozusagen der König von Preußen gleichzeitig auch der Fürst von Hohenzollern wurde. Und man wollte wohl auch der Bevölkerung hier signalisieren oder ein Zeichen der Sicherheit setzen und zeigen, dass Preußen hier auch entsprechend für Sicherheit sorgt und dass sich hier keine Angst haben braucht. Toll. Also ich finde das immer wieder genial,
wie man tatsächlich über Noppensteine dann so einen Bezug auch irgendwo zu diesen Hintergründen und so bekommt. Und hier ganz herzlichen Dank für die, ich bin geschichtlicher eher Laie, also nicht eher, ich bin Laie. Ich aber auch. Sehr spannend, muss ich sagen, sehr interessant. Aber auch abgesehen davon, es sieht schon richtig toll aus, wenn man hier die Bundesstraße hochkommt und die Burg da so auf dem Berg thront. Echt Sahne. Und wenn man dann hier oben von der Burg aus runtergeguckt, so auf die ganze Ebene und so, die ganze Burg mit ihrer Architektur, also wirklich eine schöne Burg, muss ich echt sagen. Also so der ganze Architekturstil und so. Ich mag das ja, wenn da ein bisschen was dran ist, auch fürs Auge, dass man viele schöne kleine Ecken hat zum Gucken und überall die kleinen Türmchen drauf und nochmal eine Spitze auf dem Türmchen und so. Also wirklich, wirklich toll. Ganz sicher ein Besuch wert. Wir werden das ganze Thema Burg Hohenzollern in den nächsten Monaten weiter hier auf YouTube begleiten. Natürlich, klar, was können wir Besseres machen als, ich weiß, logisch, machen wir natürlich ein Set aus der Burg Hohenzollern. Und von daher werden wir uns sicher zu diesem Thema noch das eine oder andere Mal sehen. Ich kann nur an dieser Stelle nochmal sagen, lieber Prinz von Preußen, ganz, ganz, ganz herzlichen Dank. Es ist uns nicht nur eine Ehre, sondern es hat auch wirklich einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht, hier bei Ihnen Gast sein zu dürfen und dass wir so toll empfangen wurden. Sehr gerne. Freude ist ganz meinerseits und schön, dass wir uns so austauschen konnten. Also freue mich da anzuknüpfen. Prost. Zum Wohl.